Aber ich glaube, ich probiere es mal. Eure Lichter gehen alle aus. Es wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein, wenn ich den jetzt so killen könnte, ohne dass sein Kollege es mitbekommt. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. So, hier noch ein weiterer Lichter. Ich knipse es einfach mal alle aus. Wir haben ja hier Munition neben uns liegen. So, bevor die Munition des Rest des Spiels hier rumliegt, nutzen wir gleich die Gelegenheit und schalten gleich alle Lichter aus. So. So stelle ich mir das schon besser vor. Das ist doch Sams Lieblingsraum, oder? Ein Opfer, ein dunkler Raum, was will man mehr? So, nachladen. Lalala. Los, komm her. So. Das dürfte jetzt kein großes Problem sein, uns den jetzt zu krallen. Hab dich. Na, was habe ich gesagt? Was hast du da für eine Waffe? Sieht aus wie eine Uzi. So, was hast du denn da in deiner Tasche? Ein USB-Stick oder sowas? Data-Stick. Ach, und jetzt fängt es zum Laggen an. Fast, als würde uns das Spiel sagen wollen, lese ein paar Sachen. So, ja, ihr kennt es ja, jetzt wieder die Leiche verstecken. Aber diesmal sind es keine Leichen, das sind einfach nur schlafende Menschen. Wir haben sie ja alle nicht getötet, wir haben sie einfach nur bewusstlos geschlagen. Nur in Anführungsstrichen. Also falls wir Munition brauchen, gehen wir einfach zurück, dann fehlt mir wieder Munition. Ich nehme wieder die SC-20K in die Hand. Hier muss noch einer sein. Ich habe noch in Erinnerung, dass hier ein dritter Feind ist. Oder? Ja, ich nicht. Bestätigt. Das Untergeschoss ist sauber. Ich wiederhole, Untergeschoss sauber. Ich fahre fort und zerstöre alle Computer. Was? Sicherheitsstufe gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Ey, okay. Was macht ihr da? Als sei sie wieder zur Normalität angegangen. Fischer, wir brauchen diese Zugangscodes. Oh. Und jetzt weg. Ach, wie schön. Schon wieder Munition. Anscheinend können wir die Munition der Gegner mal einsammeln. Coole Sache. Oh, ja, ich glaube, die Köpfe sollten auch verstecken. Aber zunächst sollte man diesen Computer hier ran. Ich bin drin. Gute Arbeit, Fischer. Was haben wir, Grimm? Mal sehen. Mortified Pinguin hat die Systemverzeichnisse gecrackt. Sieht aus, als habe er sich ausschließlich für die Kundendatenbank interessiert. Das heißt, dass er nach ganz bestimmten Tiefkühlleichen gesucht hat. Was sagt die Kundendatenbank? Von hier aus nichts. Es ist ein separates Netzwerk. Oh mein Gott. Was? Was? Die Sonder haben einen ferngesteuerten Zeitzünder aktiviert. Wo ist der? Ah, Scheiße. Und aus dem Heizungsraum, den Flur entlang. Ach Gott, Gott, wie ich Bomben hasse. Hier ist ein Ding zum Heilen. Ein amerikanischer Agent. Woher wisst ihr, dass ich Amerikaner bin? Ich kann auch ein Deutscher sein. Scheiße. Tut mir leid, aber ihr müsst drauf gehen. Einfach mal so zu meinem Vergnügen. Kacke. Hab ich euch? Stufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt. Ja, ich hab ihn. Ist hier die Bombe? Da ist sie, okay. Schnell, wir müssen schnell sein, wir haben noch eine Minute für ein Schloss. Da ist die. Scheiß Bomben. Gut gemacht. Du hast jetzt Zugang zur Datenbank. Das ist ein Stück höher und dein nächstes Ziel. Okay, jetzt können wir erstmal wieder durchatmen. Und jetzt fängt es zum Laggen an. Ein FPS. Wisst ihr was? Es ist wieder Lesestunde.
0 FPS. Jetzt geht's wieder. So, ist, wie gesagt, es ist Lesezeit. Daten. Data Stick. Was ist denn da auf den Data Stick drauf? Von Modified Penguin an ab Tel Aviv Ashad Bashar gesendet, 29.03.2006, 21.19 Uhr. Betreff RE-LKWs. Wir brauchen keinen Lastwagen, alles befindet sich in leicht transportierbaren Behältern. Autos reichen völlig, sind unauffälliger. Gleiches gilt für die Kühlung, nicht nötig. Die Behälter kümmern sich drum. Erledigt eure Jobs, mehr verlange ich nicht. Zurück. Ich glaube, ich schaue mir die nächste Nachricht an, und zwar öffne ich die nächste Nachricht offscreen. Oder wo schon? Jetzt geht's langsam wieder. Ne, ich mach's offscreen. So, ich habe jetzt die nächste Nachricht geöffnet. Betreff. Ergänzt die Datei über Saulina Cryogenics. Upload 30.03.2006, 4.15 Uhr. Quelle Grimms Dotier. Anmerkungen. Erleichterungen für die Todesangst reicher Europäer. Saulina ist eines der ältesten und renommiertesten Laborien für Tieftemperaturtechnik in Europa. Die Anfänge der Tieftemperaturtechnik reichen in der Mitte der 70er Jahre zurück, als diese Technik noch wenig Vertrauen einflößte. Saulina jedoch hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und alles Mögliche getan, um auf der Höhe der Entwicklung zu bleiben. Das sichtbarste Resultat dieser Bemühungen war der Schritt in Richtung eines vakuumbasierten Temperaturmanagement, welche keine konstante Energiequelle benötigt. Um die für Tieftemperaturtechnik erforderlichen minus 140 Grad Celsius zu erhalten, noch eine beiläufige Bemerkung. Kai Saulina, der das Laboratorium gründete, dachte, Tieftemperaturtechnik sei eine Gabe Gottes, eine Art Vorbereitung für das jüngste Gericht. Stell es dir vor, Autor Grimms Dotier. So, das Spiel hat sich, glaube ich, wieder gefangen. Wir können weiterspielen. Hoffe ich zumindest. Gut, zuerst holen wir uns das Medikit, damit wir wieder ein paar Leben haben. Das ist nämlich hier. Hat schon auf uns gewartet, aber wir konnten es nicht nehmen, weil wir Bombenangst hatten. Vollständiges Heilen. Nice, mit Dach. Ablenkungssystem. Cool. Rauchgranate. Cool. 572 Munition. Auch cool. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist für die Pistole. Jetzt haben wir wieder ein paar Schüsse übrig. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, wir verstecken zunächst alle Leichen. Ist zwar wieder ein bisschen nervig, aber wir müssen es leider machen. Achso, wir haben maximale Munition wahrscheinlich wieder. Jawohl. So, du legst dich mal hier schlafen. Und zwar für immer. Der ewige Schlaf. Bis zum Tod. Achso, nee, du bist ja schon tot. So, dann kommt dein Kollege. Irgendwie traurig. Ich habe sie getötet, nur um an einem Computer ranzukommen. Klingt nach einem Amoklauf irgendwie. So, du flachst dich hier hin. Direkt auf deinen Kollegen drauf. Fünf FPS. Aha. Können wir den auch noch verstecken? Nee, leider nicht. Schade. So, dann ist hier, sind hier noch zwei Körper. Ich glaube, die können wir hier auch irgendwo abseits verstecken. Wir müssen da jetzt nicht extra zurücklaufen. Kundendatenbank hacken. Ey, sieht das Sam aus wie ein Hacker? Wie ein PSN-Hacker? Ich glaube, das müsste reichen, oder? Was meint ihr? Ich glaube, ich knipse auch dieses Licht aus. Oder die zwei Lichter, dann passt es eigentlich. Ja, ich knipse einfach jetzt nur noch dieses Licht aus, dann passt es. So, wir werden wahrscheinlich eh noch genug Munition finden. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, dann denke ich mich auf diesen Moment hier zurück. So.
Ach, und jetzt leckst ich mir. Oh, 30 FPS, ein Traum. 80 FPS, 8 FPS. Scheiße, ein Albtraum. Hier ist nichts. Okay. Schauen wir mal nach, was denn mit dieser Tür ist. Das nächste, der nächste Level. Abschnitt. Ich wollte schon das nächste Level sagen, aber das nächste Level ist ja... immer ist auf dem Zug. Das nächste Level ist auf dem Zug. Das kann ich euch schon vorher verraten. So, erst einmal wieder ein Safe, ein Speicherpunkt. Spiel speichern. 2-2. Okay. Oh mein Gott, was ist denn das? Okay, das blinkt anscheinend für eine kurze Zeit und wenn es nicht blinkt, dann können wir uns schnell vorbeischleichen. Eine Art Bewegungsmelder. Und du hältst jetzt still. So. Irgendwie leckt es immer, wenn ich das Nachtsichtgerät einschalte. Verdammt! Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, die Situation ist kurz davor, außer Kontrolle zu geraten. Ja, ja, ja. Mach nicht so eine Panik. So, was ist denn da dieser Tür? Flexible Optik. Nix. Okay. Oder? Vielleicht doch. Das Licht muss aus. Was macht ihr da? Oh Gott. Oh Gott. Wo kommt das her? Komm her. Ich höre etwas. Ja, komm her. Komm zu Papi. Er will ein Wörtchen mit dir reden. Hab dich. Na, wie geht's denn so? Kann ich deinen Helm haben? Ich will jetzt später Fahrrad fahren, das heißt, ich brauche einen Fahrradhelm. Sonst halten mich die Bullen an. Hm. Er will mir seinen Helm wahrscheinlich nicht geben, schade. Einweg-Dietrich. Wir haben doch schon einen normalen Dietrich. Ich verstehe den Sinn von Einweg-Dietrichen in diesem Spiel immer noch nicht. So. Dann... Ach komm, das mache ich mit SC20K. So, SC20K im Einsatz. Und zwar schaffen wir jetzt dieses Licht hier aus. Perfekt. Okay. Safe. Ach verdammt, wieder so ein Bewegungsdingsbums. Wenn es uns jetzt erwischt, haben wir verloren. Also. Hä, wir kommen da nicht vorbei. Das blinkt ja die ganze Zeit. Können wir hier rein? Flexibel auf Deck. Aha, so eine Heilstation. Hier könnten wir eigentlich die ganzen Körper verstecken, die wir hier jetzt finden werden. Aber ich glaube, hier ist es schon dunkel für die, die wir jetzt ausgeschaltet haben. Ja, ich glaube, das müsste schon dunkel genug sein, oder? Moment. Ja, genau, das passt. So. Ach, schon wieder so eine Dietrich-Scheiße. Ah. Ja, jetzt. Ah. Ich dachte, Franzosen sind feige. So. Ja gut, die sind ja auch feige, deswegen verschließen sie alle Türen. So. Dann noch diese Seitenlichter hier. Ich will sicher gehen. Verdammt. 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 Jetzt habe ich 6 Schüsse bei diesem einen Funzellicht da verschwendet. Ist ja wieder Helden. Ist ja mal wieder heldenhaft von mir gelöst. Naja. So. Angriffe mit Todesfolge sind genehmigt. Ich habe den Wachmann auf den Überwachungskameras. Sieht so aus, als stecke er hinter dieser dicken Sicherheitstür. Oh Gott, das sind lauter Kameras da drin. Auf dem Monitor steht Präparationsraum für Körper. Wo geht's hier lang? Hier ist ein Codeblock. Haben wir denn einen Code für den Codeblock? Nein, haben wir nicht. Verdammt. Wo kriegen wir den Code-Dings her? Wir können jetzt natürlich hier über rumraten, bis wir es finden, aber ich glaube, das würde 9999 Sekunden dauern. Und das dauert mir einfach zu lange. Nee, vielleicht sogar länger.
Oh nein, jetzt müssen wir diesen...